Guten Abend, Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Women Dex, we don't want to die in hospital. Die Familie deserve on ne veut pas mourir à l'hôpital. Es geht um das Thema Patientenverfügung, Vorsorge, Vollmacht, Betreuungsverfügung. Ich bin im Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale NRW auf Seite 33 angekommen. Als letztes habe ich in diesem Fachbuch dem Beschluss 1906 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nachgeschaut. Ich bin auf Seite 33 angekommen. Reicht die Patientenverfügung nicht aus, um Regelungen für schwerwiegende Entscheidungen zu treffen? Es geht um in sich Geschäfte und da wird auch wieder auf das BGB verwiesen, das ist der Beschluss 181. In sich Geschäft. Kann ich gleich auch vorlesen, ist auch nicht so lang. Das ist Titel 5, Vertretung und Vollmacht. Abschnitt 3, Rechtsgeschäfte. So. Sollte man sich vielleicht, wenn man sich mit Vollmacht beschäftigt, auch mal durchlesen. In sich Geschäft. Schreibt sich auch anders als hier in dem Buch. Die schreiben das mit zwei Bindestrichen. Hier ist das ein Wort. Weiß ich schon nicht mehr, was das soll. Ich mache mal ein Feuerzeichen an. Vergleiche. Beschluss 181 BGB. Mich ärgert sowas, wenn nicht ordentlich gearbeitet wird. Gerade bei sowas. So, deshalb der Hinweis, liebe Jungen und Mädchen aus Höscheid, lasst die Finger von Vollmachten. So, Licht habe ich auch. Sehr schön. So ist ein bisschen besser. Das ist gut. Ich wollte da einfach gucken, was das ist. Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht. Geil. Zu gut Deutsch, wenn man als Vertreter eine Rechnung hat, die von dem Vollmachtgeber bezahlt werden muss, also wenn man sowas hat, dann besteht ein Rechtsgeschäft, was eine Verbindlichkeit umfasst und dann kann man sich als Bevollmächtigter Geld von demjenigen geben, neben der einem die Vollmacht erteilt hat. Zu gut Deutsch, man kann den ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Alles andere ist nicht erlaubt.
Das steht da drin. Deshalb Finger weg von Vollmachten. Im Grunde genommen wollen die Leute mit Vollmachten einem hinterher wirklich nur ans Geld. Das ist das sogenannte In-sich-Geschäft. Alle anderen Geschäfte außer die um Geld sind verboten. Man kann zum Beispiel auch so einen organischen Wert beimessen und dann sagen, derjenige gibt seine Niere her, der hat bei mir eine Vollmacht unterschrieben oder sowas, das ist alles verboten. Ja. Soll ich nochmal vorlesen? Ich finde das so gut. Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen. Es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht. So. Das war das dazu. In sich Geschäfte, falsch geschrieben. Wenn der Bevollmächtigte im Auftrag des Vollmachtgebers mit sich selbst Geschäfte tätigt oder Geld aus dem Einkommen oder Vermögen des Bevollmächtigten erhält, spricht man im Juristendeutsch von In-sich-Geschäften. In der Praxis kommt es recht häufig vor, dass Angehörige, die als Bevollmächtigte eingesetzt sind, beispielsweise Mietzahlungen des Vollmachtgebers erhalten. Auch größere Geschenke oder regelmäßige Zahlungen an minderjährige Kinder des Bevollmächtigten fallen unter diese Regelungen. Solche Konstellationen bergen eine hohe Gefahr des Missbrauchs, zu gut Deutsch, die sind verboten. Daher sind in sich Geschäfte für Bevollmächtigte zunächst per Gesetz, Beschluss 181 Bürgerliches Gesetzbuch ausgeschlossen. Wenn der Vollmachtgeber sie jedoch wünscht, muss er in der Vollmacht ausdrücklich das Recht auf ein Sichtgeschäft einräumen. So. Und an der Stelle glaube ich, dass dieses Buch falsch ist. Es gibt Gesetze und an die hat man sich zu halten. Und man kann die nicht einfach dadurch umgehen, dass man sowas sagt. Es gibt hier einen Passus, aus dem sich das für manche ableiten. Soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist. Ich glaube, dass sich das auf andere Gesetze des BGB bezieht und nicht auf das, was hier drin steht. Das ist einfach hier eine falsche Information, dass dieses Buch falsch, und zwar grob falsch. Ich schreibe das auch hier dran. An der Stelle finde ich das unverantwortlich, wenn so eine Scheiße abgedruckt wird. Ich sag's direkt. So. Auch hier gilt: dass in der nach außen geltenden Vollmacht nur eine allgemeine Formulierung enthalten sein sollte. So, wenn man in sich Geschäfte macht, die nicht im BGB stehen, macht man sich strafbar. Alles, was man machen darf, ist eine Rechnung schreiben, die Hand und Fuß hat und dann sich das Geld überweisen. Alles andere ist verboten erstmal, es sei denn, das Recht dazu wird ausdrücklich im BGB eingeräumt. Was hier drin steht, ist einfach nur Humbug und komplette Scheiße. So, ich reg mich schon wieder nur auf über Vollmachten. Liebe Jungen und Mädchen aus Hirscher, lasst die Finger davon. Tipp, legen Sie eine Vereinbarung im Innenverhältnis genau fest, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang in sich Geschäfte umgesetzt werden dürfen. Erfahrungsgemäß kommt es uns vor allem im Erbfall schnell zu Streit. Ich streiche das direkt durch. Das, was hier steht, ist komplett illegal, meiner Meinung nach. Liebe
Endverbraucherzentrale NRW, schreibt nicht so eine Scheiße in eure Bücher. So, und da, weil ich mich so aufgeregt habe, machen wir bei Ausgeltung der Vollmacht über den Tod hinaus auch eine eigene Folge, oder? Nee, ich mach's jetzt auch direkt. Da steht auch kein BGB-Gesetz dabei. Geltung der Vollmacht über den Tod hinaus. Eine Vollmacht gilt zunächst nur zu Lebzeiten des Vollmachtgebers. Das ist gut. Verstirbt dieser, kann die Vollmacht nicht mehr eingesetzt werden, es sei denn, dass dies ist ausdrücklich in der Vollmacht festgestellt. Also nicht im Innenverhältnis, sondern in der Vollmacht. Müsste man jetzt diesen ganzen Teil im BGB mal lesen. Es ist sinnvoll, die Vollmacht über den Tod hinaus gelten zu lassen. Die Erben können erst tätig werden, wenn sie ein Testament oder einen Erbschein vorlegen. Da bin ich ausnahmsweise mal einverstanden. Bis dahin kann einige Zeit verstreichen, in der wichtige Dinge wie die Beerdigungsvorbereitungen zu erledigen sind. Wenn man sich jemandem schon anvertraut und meint, zu einem würdigen Leben gehört ein würdiges Begräbnis, würde ich da auch drauf zurückgreifen. Und ich sage es nochmal, ich halte nichts von Vollmachten. Nur komplette Idioten machen sowas. An der Stelle schönen Gruß an den angeblichen Rechtsanwalt aus Solingen-Gräfrath. Ich glaube, ich würde in Solingen-Gräfrath grundsätzlich keine Rechtsanwälte aufsuchen. Solingen-Gräfrath zeigt man gerne Gästen in Solingen. Ansonsten hat man da nichts zu suchen. Das ist meine ganz private Meinung dazu. Wenn die Vollmacht über den Tod hinaus gilt, müssen die Erben sie später widerrufen. Wichtig ist, dass das alle Erben tun. Versäumen einige Erben den Widerruf, kann der Bevollmächtigte in ihrem Namen wieder weiter tätig werden. So. Halte ich auch für zweifelhaft, was hier steht. Steht auch kein Gesetz dabei. Ist eine zweifelhafte Rechtspraxis. Schreibe ich auch mal dahin. Meiner Meinung nach. Aber was weiß ich schon. Brauche ich gar nicht nachzugucken woanders. Rechtspraxis schreibt man dann noch groß. So, dann geht es weiter mit die formale Anforderung an eine Vorsorgevollmacht.